Ach, Schorsch, ach, Herr Jemini. Mir geht's gar nicht gut, Peppa. Was soll ich jetzt bloß mit dir machen, Schorsch? Hallo, meine lieben Freunde. Peppa, Schorsch, wieso seid ihr nicht im Kindergarten? Weil ich krank geworden bin. Peppa, wir müssen Schorsch helfen. Bring euren Erste-Hilfe-Kasten. Klar, mach ich. Ach, armer Schorsch. Irene, ich komme. Wir werden dir erstmal dein Fieber messen. Komm mal. Armer Schorsch. Die normale Körpertemperatur ist 36,6 Grad. Mal schauen, wie viel du hast, Schorsch. Peppa, komm, du hilfst mir, einen Tee für Schorsch zu machen. Warte, ich komme. Peppa, weißt du, was komisch ist? Schorsch hat gar kein Fieber. Aber er ist doch die ganze Zeit am Husten und am Niesen. Wir machen ihm aber trotzdem einen Kamilletee. Der Tee ist fertig. Sausia! Ich hab sie alle ausgetrickst und wir sind nicht in den Kindergarten gegangen. Irene! Na, ich hab's dir doch gesagt. Dem werden wir noch eine Lektion erteilen. Na, Schorsch, wie geht es dir? Ganz schlecht. Ich glaube, mir kann nur noch Schokolade helfen. Ach, Herr Jemini, wenn dir so schlecht ist, müssen wir einen Doktor anrufen. Ein Doktor? Ja, hallo, Herr Doktor. Dem Schorsch geht's nicht gut. Was sagen Sie? Keine Schokolade? Keine Spiele, nur im Bett. Wie bitte? Eine Spritze? Ja, die werde ich gleich finden. Mach dir keine Sorgen, Schorsch. Gleich geht's dir wieder gut. Nein. So, jetzt komm mal her. Komm mal her, Schorsch. Komm mal her. Ich bin ja nicht krank. Ich habe das nur vorgetäuscht. Ich wollte nicht in den Kindergarten. Nur keine Spritze. Ach, Schorsch. Die Spritze hast du jetzt aber verdient. Na komm schon, Peppa. Ich glaube, für Schorsch war das eine Lektion, oder? Merk dir, Lügen und Vortäuschen ist nie gut. Und du? Hast du auch Angst vor Spritzen? Schreib mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss!